Hier kommen die Hand mal rüber wandern zu lassen. Ich wollte ja normalerweise gar nicht heiraten. Ich habe mich überreden lassen. Ah, na komm! Langsam. Ich bin kein Typ, der treu sein kann. Das war ich noch nie und das werde ich auch nie sein. Ja, warum lässt du dich denn dann überhaupt ein und entscheidest dich durch eine Eheschließung für einen Menschen? Ja, ich habe mich ein bisschen mehr durch meine Schwiegereltern überreden lassen zu heiraten. Hast du für Geld geheiratet? Nee, die hatte genauso wenig wie ich auch. Ne? Also, da war weder für Geld noch für sonst was. Hat deine Frau eigentlich irgendwas von der Aktion da mitbekommen? Ja, die ist danach, wie wir mittendrin waren, wach geworden. Das war ein Jux. Die ganze Eheschließung war ein Jux. Ich hätte dir so links und rechts, hat die dich rausgeschmissen, hat die dir irgendwie ein paar um die Ohren gehauen? Nee, also die guckte nur so mit halb verschlafenen Augen, nachdem ich mitkriegte, fing sie an zu schreien an, gab mir eine Ohrfeige und rannte in die Küche. Seit ich Voll Total moderiere, bekomme ich natürlich auch eine ganze Menge Post. Vielen Dank dafür. Einige, ja, also um ganz ehrlich zu sein, eigentlich alle, fragen, ob ich nur diesen einen Anzug habe. Tja, wir müssen eben auch sparen. Falk, na, leg los, worum geht's? Also ich habe rein theoretisch eine 2-jährige Tochter, was ich nicht hundertprozentig weiß, weil ich habe viel über, sozusagen über meine Ex-Freundin gehört, über die Yvonne. Weil sie ist sozusagen stadtbekannt. Mir ist mal so ein Taschenkalender in die Hände gefallen. Wo von ihr oder? Von ihr. Ja. Wo detailliert alles drin stand, von Januar bis Dezember, wie viele Freunde sie gehabt hat, wie sie was praktiziert hat, wo und wann, also alles mit Datum. Und, da schreibt ihr einen Taschenkalender? Ja, diese dicken Bücher, wo man halt so durchblättern kann. Und also wie ein Tagebuch, oder? So, nein, kein Tagebuch, es war ein direkter Kalender. Also Tagebuch nicht. Und ich habe auch nicht geschnüffelt, das mal vorwegzunehmen, sondern es lag rum. Und man war neugierig, man hat geschaut. Und also wir sind die Augen halt in dem Sinne übergegangen, wie viele Freunde man in einem Jahr haben kann. Also da reichen meine Hände und Zähne dafür nicht mehr aus, um das nachzuzählen. Geschätzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 10, 20 andere Männer, sagst du, standen zumindest im Kalender. Ob da irgendwas gewesen ist, wissen wir ja nun nicht. Nein. Und das wäre auch rein theoretisch, rechnerisch möglich, dass ein anderer Mann auf diesen Zeugungstag fällt, oder? Ja, es ist rechnerisch möglich, weil wo wir damals zusammen, also wir waren maximal 4 Monate nur zusammen, also es ist eine recht kurze Zeit gewesen. Und ich war damals, habe mich selbstständig gemacht gehabt und war halt nie zu Hause. Also ich war früh aus dem Haus und abends spät rein. Und es ist halt öfters mal vorgekommen, dass ich halt mal zeitig zu Hause gewesen bin, so im frühen Nachmittag, 3, 4 rum, da war man damals halt nicht zu Hause. Und dann hat sie halt immer gesagt, sie ist mit meiner Mutter einkaufen gewesen oder wie auch immer. Und da habe ich mich halt abgesichert, habe bei meiner Mutter angerufen und sie meinte, ja, sie hätte Frühschicht gehabt oder Spätschicht gehabt, also das kann nicht sein. Ich habe das halt von ihrer ehemaligen Chefin gehört, dass sie halt stadtbekannt ist. Und wenn man dann sowas nachliest, also dann stellt man sich schon oder macht man sich halt schon Gedanken, ob man es nur ist oder nicht. Wir haben uns gestritten, gut, das kommt überall mal vor. Und sie hätte behauptet, oder was, ich hätte sie geprügelt, ich hätte sie geschlagen, das war nie der Fall gewesen. Mir ist die Hand ausgerutscht, will dich nicht abstreiten, kommt überall mal vor, wie gesagt, weil, ja, meine Ohrfeige, wie, mein Gott, andere gehen in die Spielhalle oder saufen oder sonst irgendwas, oder nehmen Drogen. Ja, ja. Das mal vorneweg zu sagen. Ja, ist nicht in Ordnung, vor allem sowas nicht so bagatellisieren. Es ist nicht gerechtfertigt, wie gesagt, aber... Ganz kurz, sowas nicht bagatellisieren und sagen, kommt überall mal vor, weil das ist schon eher die Ausnahme, ne? Dass ein Mann seine Frau schlägt. Ist nicht die Regel. Deine Ex-Freundin sitzt hinten, Yvonne. Ich schnack erst kurz mit ihr alleine. Und dann werden wir uns den Test kommen lassen und dann weißt du, ob du Vater bist oder nicht, okay? Ist das richtig, was er sagt? Sind da so viele Männer gewesen im Kalender? Oder was stand da drin? Was hast du für ein Leben damals geführt? Ich weiß nicht, welcher Kalender. Und du weißt auch nichts von vielen Männern, von vielen Freunden? Erst recht nicht. In der Zeit, wo wir zusammen waren, da hatte ich keinen. Ich war in der Zeit sage und schreibe 2-mal mit anderen Leuten zusammen. Mhm. Einmal mit 2 Kumpels im Da habe ich mich dann verspätet, weil es Schneechaos war. Und das andere Mal war mit meiner besten Freundin. Und ansonsten war ich nicht weg, da habe ich mich mit niemandem getroffen. Ich habe meinen kompletten Freundeskreis aufgeben gehabt. Warum? Wegen ihm. Wollte der nicht, dass du einen anderen Freundeskreis hast, oder? Auch. Falk, was ist denn das für ein Kalender gewesen? War das wirklich der Kalender von deiner Freundin, den du gefunden hast, oder? Ja, selbstverständlich, es waren ja ihre Sachen. Das ist so ein großen Kalender, wie man sich in Schreibwarengeschäften kaufen kann. So ein Filofax, so ein Filo, oder? So ein Buch halt, ja? Wo man unten diese Seiten so abreißen kann. Ja, genau, ein Filo. Richtig, genau.
Und weil deine Es war noch in der Zeit, wo wir bei meinen Eltern auf dem Dachboden gewohnt hatten. Da hat sie ihre Sachen da gehabt und da war dieser Kalender oben auf diesen Sachen draufgelegt. Und was stand dann drin? Welche Namen standen drin? Oh, das weiß ich heute nicht mehr. Thorsten, Joachim, wenn nicht alles täusche, stand jedenfalls drin. Auf dem Parkplatz, Auto eingeweiht, wurdest du gekauft, das stand alles drin, Yvonne. Brauchst du es nicht abstreiten. Das Ergebnis. Yvonne ist die Mutter, Falk der mögliche Vater, Larissa ist das Kind und Falk, du bist der Vater von Larissa. Ich glaube, ich weiß es. Nein, ich gebe sie nur mit, deswegen nicht als Beweis, sondern. Und du, Falk? Ja, mehr oder weniger hatte ich es mir gedacht, weil meine Mutter hat, wie gesagt, ich habe es ja einmal nur gesehen, da war sie maximal 3-4 Monate alt. Mhm. Und sie hat halt gesagt, das ist so, wie ich aussieht, aber man kann nicht immer nach dem Aussehen gehen. Und was Mütter sagen, ist auch nicht mal 100%. Tut sie Gott sei Dank nicht mehr. Also wissen Sie was, ich glaube, ich führe auch mal Kalender. Allerdings trage ich denn da ein, wenn die Talkshow-Gäste mal so richtig freundlich miteinander umgegangen sind. Naja, aber da das nicht so häufig vorkommt, lohnt sich die Anschaffung wohl doch nicht so richtig. Ein Gutes hat die Sache aber. Wir haben hier schön was zum Gucken und es wird nie langweilig. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. One Night Stand schon ein paar gehabt? Ja, war schon dabei. Aber ist das sowieso das Billigste. Macht Spaß, aber ist das Billigste. Wieso bezahlst du die anderen immer? Nein. Also dazu fällt mir gar nichts mehr ein.